Grüß euch, guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei, was ist es denn? Es ist Call of Duty Black Ops 2 und ich muss den Controller mal wieder anschließen. Sekunde. Okay, geht alles. Ich dachte gerade ganz kurz, ich habe hier alles getötet. So, wir sind zurück bei Call of Duty Black Ops 2 und ihr seht Green Run Town. Überleben. Adrian, mach eine spannende Musik. Dödem, dödem, dödem. Ja, also Adrian ist auch mit dabei. Morgen. Hallo. Ja? Was geht? Ja, Zombie, eigentlich muss ich ja sagen, war für die Aufnahme jetzt der Henrik vorgesehen. Kommt vielleicht auch wieder Henrik, was jetzt funkt vielleicht bei euch hier, Janus? Ja, ich habe nichts gesagt, war ein kleiner Hinweis. Der ist bei dem Wetter draußen, sollten wir eigentlich auch machen, aber wir nehmen ja lieber auf, ne? Wir alten Suchtis. Wir haben keine Freunde. Okay, ich würde sagen, gibt's noch irgendwas Großartiges zu sagen? Wir werden verkacken, ja? Das ist klar. Weil Adrian ist in Zombie-Modus nicht so die Legende. Und ich bin jetzt auch nicht so das Maß aller Dinge, ja? Deswegen müssen wir mal schauen, inwiefern uns das jetzt gelingt. Ich würde einfach mal sagen, dass wir einfach mal reinstarten, oder? Sollen wir's, jo, mach mal. Sollen wir durchziehen, sagst du? Ja. Wir starten. Voll reinhalten. Ab dafür! 3, 2, 1 und go! Zombie-Modus, Town, Green Run. Oh, die Musik. Jawohl. Und jetzt geht das so langsam weg. Ach, ist das nicht schön. Ist das nicht Nostalgie pur? Erinnert mich gerade so ein bisschen an The Walking Dead. Oh. Wir müssen noch die fünfte Staffel. Nee, vierte Staffel. Robert kauft die fünfte Staffel. Bei der vierten sind wir jetzt bei Folge 12. Ich bin noch bei keiner Folge. Weil du nichts kannst. So. Bist du bereit? Ja, du hast ja einen krassen Anzug. Oh, jawohl. Okay, wir haben beide krasse Anzüge. Okay. Wenigstens funktioniert der Controller. Gut, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das jetzt hier funktioniert mit Aufkaufen und den ganzen Späßen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben das jetzt wirklich Ewigkeiten nicht mehr gespielt und haben da jetzt auch nicht so viel Plan von. Also du weißt, irgendwie jetzt viermal schießen und dann Messer, ne? Hey. Ich hoffe, du verbrennst. So, dann gibt's hier die ganzen Perks mit Grabstein und so. Ich erinnere mich. Ja. Waffenkiste ist oben drin, also müssen wir dann... Wo kommen sie her, die Muttis? Also die erste Runde ist natürlich noch relativ chillig. Ihr kennt das vielleicht. Das ist jetzt der Beginn einer langen, großen Reise. Ich habe auch irgendwie mal wieder Bock, Black Ops 1, Kino der Toten oder so zu spielen. Oh, das kann ich gar nicht. Und Black Ops 1 habe ich noch nie. Da habe ich Dingens. Ich erinnere mich, da war ich, glaube ich, einmal mit Henrik Runde 45 oder so. Das hat halt richtig Laune gemacht. Hast du das aufgekauft? Ja. Warum kaufst du so früh was auf? Na, weil da oben die Waffenkiste ist. Hm. Warum soll ich das nicht aufkaufen? Weil man da wartet. Wieso? Ja, wieso? Das juckt doch eh keinen in der ersten Runde. Meinst du? Wo ist denn jetzt hier noch einer? Weiß ich nicht, steht nicht. Ah, hier. Ich habe ihn gesehen. Komm her, Mama. Zack, 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 zack. So. Runde 1, Adrian. Sind wir gut oder sind wir mega? Wir sind sowas von mega. Oh, das war knapp. Ich verkuhle. Was machst du da für Geräusche? Ich stöhne. Mach nochmal. Ich bin zu faul. Adrian stöhnt nicht, wenn er zu faul ist. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt dann direkt zur Waffenkiste gehen soll. Ja, du brauchst... Also Waffen sind erstmal... Weil ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche Schrotflinten oder so gibt, die irgendwas taugen. Das Ding ist halt jetzt, dadurch, dass du halt mehr aufgekauft hast, können die Zombies von mehr Orten kommen. Ja, zweite Runde. Och Gott. Ja, lass mich doch mal Panik machen hier. Ich muss ein bisschen Drama reinbringen. Wer ist denn hier der Zombie-Profi?
Doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Jawohl. Ey. Ich hab nur noch zwei Schüsse. Ich kann aber eigentlich auch nicht. Naja. Ich gehe mal noch nicht zur Waffenkiste. Ich kaufe mir irgendwas anderes erst. Was haben wir denn hier so? Wenn du hier eine M14? Wenn du hier ein MG hast, dann. Ist vorbei, ich weiß. Da muss man hier ein bisschen runden laufen, dann klappt das eigentlich. Jo. Und hier musst du punchen. Okay, was ist hier für eine Waffe? Eine Olympia. Die kaufe ich mir jetzt. Das ist nämlich diese richtige Ranzwaffe aus Black Ops. Jawohl! Hast ein Gerät? Ich habe ein M8A1. Okay. Ah, stimmt, da müssen wir nachher wieder hoffen, dass Munition und die ganzen Späße kommen, ne? Ich erinnere mich. Richtig, richtig. Ich glaube, also Runde 20 sollten wir anpeilen und dann werden wir verkacken. Bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Also, es würde auf jeden Fall ein Stück dauern, so viel ist klar. Ich laufe hier genau auf der Ritze lang, auf der brennenden Ritze. Also, jetzt schlucken die schon ganz schön. Findest du? Scheiße, ich dachte, ich sterbe. Muss mal gucken, würde es reichen? Ich muss mal gerade ein bisschen rumtesten, was mit der Olympia möglich ist, wenn ich so... Okay, das geht dann gar nicht mehr. Ich habe überlegt, ob ich mit der Olympia einmal anschießen kann und danach messern, aber das scheint vorerst nicht zu klappen. Ich probiere das jetzt nochmal. Der explodiert einfach so. Wahrscheinlich, wenn die brennen, halten die weniger aus. Irgendwie so könnte ich es mir zumindest jetzt gerade vorstellen. Jawohl, Affen! Ja? Ja. Hast dich selber gezogen? Ja. Sehr gut. Die habe ich aus dem Zoo geklaut. Affen vermisst. 17-Jähriger aus Thüringen klaut Affen. Wo ist er denn? Alter, ich weiß es halt nicht. Warte, nachladen. Oh. Hast du? Warte. Jo. Maximale Munition! Maximale Munition! Geil, jetzt kann ich wieder mit Pistole spielen. So, soll ich auch mal an die Kiste? Mach. Mal gucken, was es hier gibt. Hallo, Kiste. Was kriege ich? Ein MG, eine RPD. Nein! Ja! Mann, was hast du für Glück? Wenn ich jetzt drankomme, drangehe nochmal. Wir müssen aber gleich, was wir unbedingt machen müssen, ist dann Juggernaut kaufen. Juggernaut. Wo ist das hier drin? Nee, wo ist denn das? Nee, hier. Ah, hier oben, ne? Da oben, die Treppe hoch. Ach, hier muss man hier noch Strom oder sowas anschalten? Nein, muss man nicht. Die Treppe hoch und dann musst du aufkaufen und da drin. Ja, okay, hier drin ist es. Also hier. Okay. Ja. Ach du Scheiße, es sind schon... Ach, es sind schon ein paar. Das Ding ist halt, ohne Juggernaut hast du jetzt vorerst Arschkarte. Aber ich glaube, das sollte ganz gut klappen eigentlich dann trotzdem, wenn wir es uns gleich kaufen können, nach der Runde vielleicht. Wir kriegen ja eigentlich einen Bonus oder so. Vierte Runde haben wir. Jawohl! Ich geb dir eine Spritze. Was war das denn? Jetzt musste ich unnötig RPD-Munition verschwenden für dich. Bist du dir dieser Tatsache bewusst? Mensch, ey. Wie viel kostet ein Juggernaut? 2500, ne? Einiges sparen. Ja, musst du. Ey, rennt der mir einfach hinterher. Ey, okay. 1500 habe ich. Also 1000 nochmal und dann erstmal RPD nachladen. Wenn ich die dann punche, ne? Da geht die übelst ab.
Kannst du von ausgehen. Okay, wir müssen jetzt nur ein bisschen gucken, wie wir es mit der Aufteilung machen. Ich gehe hier hinter. Ich bleib hier auf diesem, also auf vor Juggernaut. Ja, machst du richtig. Boah, also der hätte mich schon fast wieder angeranzt. Okay, mit der Olympia wird es jetzt gerade ein bisschen zu stressig. Fürchte ich. Immer über die feurigen Ritzen hier, ey. Ich habe hier schon ein kleines Wolfsrudel angesammelt. Ja? Schreiner! Schreiner! Wir gucken einfach mal, dass wir dann vielleicht gleich Munition oder so kriegen. Dann kann ich die jetzt ein bisschen wasten. Ja, meine Sprint-Taste funktioniert nicht so, wie ich es will. Aha. Das kenne ich. Das ist nicht so lustig im Zombie-Modus. Richtig. Oh. Nur nicht down gehen, ja? So. Oh, hier rennt noch was. Okay. Juggernaut. Ich komme. So. Okay, und vielleicht kann ich jetzt mal gleich gucken, dass ich dann irgendwie noch an die Kiste kann. 950, ne? Renn, Adrian. Es geht nicht so richtig. Also mit der Olympia brauchst du jetzt hier eigentlich nicht mehr ankommen, merke ich gerade. Naja. Ich lauf mal hier weiter in aller Runden. Dein Auge juckt. Auge. Ja. Solange es nicht hängt. Hier, bitte. Insta-Kill. Oh. Ich habe ja glücklicherweise noch. Jetzt brauchen wir noch Munition am besten. Insta-Kill. Ist das so ein bisschen wie bei Instagram? Adrian. Wo ist denn das mit den schnell? Ich geh mal eine andere Dinge zu. Das, ich brauch auch. Speed Cola? Da musst du erst kaufen. Nee, Speed Cola nicht. Dass du dich schneller bewegen kannst. Oh, Ballistic Knife, das ist sehr gut. Einmal gehe ich noch schnell ran. Ach, beschäftige die hier. Affen? Hab ich auch. Maximale Munition! Jawohl! Okay, ich geh mal raus hier. Wow, 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 wow. My boys. Ganz ruhig hier, ja. Der Papa ist da. Einmal nachladen mit der RPD. Hab jetzt wieder Munition. Und dann laufe ich jetzt hier erstmal ganz genüsslich meine Runden. So. Alles toll, wir sammeln uns hier ein paar Hellgas an. Irgendwie sind nur Peter. Insta-Kill. Vor allem haben die ja alle so lustige Anzüge an. Also Insta-Kill ist echt relativ lustig. Lustig findest du das? Was ist denn daran bitte lustig? Hier sterben Leute, ja? Das sind scheiß Zombies. Du hast das, denke ich, schon verinnerlicht. Ist das Demon Up, das schnellere? Demon Up, das kann sogar sein, ja. Ich geh nochmal schnell hoch an die Kiste. Ja, das ist es. Alter, yo. Was denn? Guck mal, wie schnell ich bin. Ich seh's nicht. Oh, nice. Jawohl. Das Ding kann mir vielleicht gleich beim Rundenlaufen helfen. Wie ist denn das Ding überhaupt gepuncht? Ist das dann vollautomatisch? Ich stell dir mal so ein RPG vollautomatisch vor. Also manche Waffen sind gepuncht echt lustig, aber richtig schlecht. Ja, ja. Also viele werden richtig schlecht. Ach du Kacke, was. Ja, manche machen dann halt einfach diesen erhöhten Schaden. Das ist ja eigentlich das Hauptding. Das Problem ist, bei dem
Dass du dich dann wahrscheinlich selber tötest. Das kann sogar sein, wenn ich hier so weitermache. Also wenn die gepuncht ist. Achso, ne, ich habe jetzt so schon die das dann Problem noch gerade. Ja, eben. Alter, ist das geil, holt ihr Stimmen ab, ey. Ich spack hier, da brauche ich noch nicht meine Sprint-Taste. Rein da! Oh, ich habe einen Crawler gemacht. Okay. Doppelte Punkte. Okay. Können wir gleich einmal noch leben lassen, bitte? Oh. Das hat sehr gut geklappt, wie ich finde. Ich muss nochmal kurz hoch. Ich muss hoch. Ich muss als erstes hoch. Genau. Kriegsmaschine. Ich hab ne Sniper. Jawohl. Die ist so hilfreich. Ja, ist wirklich. In der Runde. Da hältst du einfach einmal in der Masse. Kippen alle oben. Ich hab Angst vor den Sprinten. Das mit dem einmal in die Masse halten, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Wo immer, ich laufe die ganze Zeit über den heißen Schlitz. Heißer Schlitz, was soll ich tun? Ich no-scope jetzt immer hier rein. Schreiner! Schreiner! Alter, hier ist aber auf jeden Fall schon Party. Alter, wie hier die Gliedmaßen wegfliegen, das ist doch... Hallo? Fällt doch einfach um. Machen die hier unnötig Stress, ja? Stress ohne Grund. Eddie. Oh, Adrian, das ist aber nicht so schön. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Gott. Was gibt's denn noch so für Perks, die man sich holen kann? Ich kaufe mal hier Richtung Speed Cola auf. Speed Cola kostet wie viel? 3000. Ich habe natürlich nicht so viel. Ach du Scheiße, ich habe auch nicht so viel. Ich hab fast zu viel. Kannst du jetzt bei dir ein Leben lassen am Ende? Ich versuch's. Wäre super. Wir Dings wäre dann vielleicht nicht schlecht, Grabstein. Weil da verlierst du nicht gleich mal alles. Ist richtig. Doppelte Punkte. Ich habe mir Tempo-Cola gekauft. Ah, oh, muss ich auch noch machen. Ich lade nach wie so eine Militär-Oma. Verstehst du? Verstehst du? Oh, hier ist ja... Lauf einfach irgendwo runden. Lass mich sterben. Nein! Jawohl! 10 Runden. Ist jetzt nicht ganz so viel. Weißt du, was der Fehler war? Da war ich jetzt dran schuld, denn ich bin einfach zu Dings reingegangen. Nein, ich bin zu Speed Cola aus Versehen reingegangen. Und dann kamen von deiner Seite und von meiner Seite welche. Ah, Scheiben. Das war jetzt voll mein Fehler. Na gut, wir haben jetzt knapp 20 Minuten. Vielleicht war es, also es ist natürlich keine Frage, dass wir schlecht sind, das erwähnten wir eingangs. Aber vielleicht war es ja trotzdem so ein Hauch seichter Unterhaltung, ja? Darum geht's ja. Vielleicht werde ich dann irgendwann nochmal mit dem Henrik aufnehmen und dann werden wir vielleicht richtig weit kommen. Wer weiß, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Sag auf Wiedersehen, Adrian hat das Schlusswort. Mädels, macht's gut, auf euer Wiedersehen. Tschüss! Jo, ciao.